Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Skin Giveaway. Um es etwas interessanter zu machen, habe ich jetzt im Hintergrund einfach ein Gameplay aufgenommen, spreche aber im Vordergrund zu euch, also wie man mitmachen kann und so weiter und so fort. Es gibt wieder 5 Skins, unter anderem auch die AWP Fever Dream, wie ihr es auch im Titel bereits gelesen habt wahrscheinlich. Und es ist so wie immer, dass ihr nicht abonnieren müsst, um hier mitmachen zu können. Also bitte abonniert mich nicht nur wegen dem Giveaway und dann seid ihr für immer weg oder sowas. Das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Abonniert, wenn es euch gefällt. Wenn ihr sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, da öfter mal reinzugucken. Und wenn nicht, dann nicht. Dann macht ihr einfach bei dem Giveaway mit und das war's. Dieses Giveaway wird 10 Tage lang laufen. Also so lange kann man sich dafür entscheiden, mitzumachen oder nicht. Zum Mitmachen benötigt es 2 Faktoren. Erstens, ihr solltet mir hier unter das Video schreiben, dass ihr mitmacht. Damit ich das einfach weiß, dass ich Bescheid weiß, ob ihr eben mitmachen wollt oder nicht. Ich habe genug Zuschauer, die sich diese Videos anschauen und sagen, hey, tolles Video und pipapo. Aber die gar nicht mitmachen wollen. Also schreibt mir hier bitte rein, dass ihr mitmacht. Das war Nummer 1. Und Nummer 2 ist, dass ihr diese 10 Tage aktiv hier auf diesem Kanal seid. Also zumindest so aktiv, wie es für dich als Einzelperson möglich ist. Das heißt, man teilt sich einfach selbst ein, wann man hier wie mal reinguckt. Ich bringe jeden Tag ein Video. Manchmal auch 2, aber im Moment eher 1 pro Tag. Und das kommt eigentlich immer um 18 Uhr. Außer ich krieg's nicht hin und dann kommt halt später. Man muss nicht jedes Video schauen, man sollte einfach so aktiv sein, wie es einem eben selbst möglich ist. Und die Aktivität ist am leichtesten in den Kommentar zu fassen. Also wenn ihr einfach dann irgendwo kommentiert, weiß ich, ah, ihr habt geguckt. Außer ihr schreibt sowas wie nice Video und das war's. Ich meine, das zeigt mir natürlich, dass ihr höchstwahrscheinlich gar nicht geguckt habt, sondern euch einfach nur schnell hier drunter verewigt habt unter dem Video und wieder geht. Da bitte ich natürlich schon um echte Kommentare, also auf eine Frage, die ich gestellt habe oder sonst was. Einfach, dass ich sehe, dass ihr, ne, eben geguckt habt. Ganz einfach. Ja. Meine Videos sind meistens nicht lang, von daher muss man sich auch nicht totquälen oder sowas. Ihr merkt es ja hier, ich glaube, das geht jetzt hier 5 oder 6 Minuten, vielleicht 7. Und ja, ist ja alles komplett freiwillig, von daher, man muss ja auch gar nicht mitmachen, wenn man nicht will. Also ihr versucht einfach so aktiv wie möglich zu sein. Es geht natürlich auch über die Livestreams. Man kann auch gerne in die Livestreams reinschauen. Ihr wisst, wann ich streame und wenn ihr es doch nicht wisst, dann steht es direkt für euch hier in der Beschreibung, sogar ganz oben. Ihr müsst gar nicht die Beschreibung öffnen, sondern ihr müsst nur hier ein Stück unter das Video scrollen. Da steht, wann ich streame. Und der Link steht auch in der Beschreibung, ein Stück weiter unten. Da steht dann irgendwo Twitch und pipapo. Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, was es denn noch für Skins gibt. Also es gibt natürlich hier auf dem ersten Platz, sage ich mal, obwohl ich die jetzt nicht sortiert habe, die AWP Fever Dream. Des Weiteren gibt es noch eine 8 Amber Fate, eine Stat-Track Sword of Morris, eine Desert Eagle Bronze Deko und eine 5-7 Violent Daimyo. Das heißt, in diesem Giveaway gibt es einfach 5 Gewinner. Jeder dieser Gewinner bekommt dann einen Skin. Die wichtigste Frage, die jetzt am Ende praktisch noch zu klären ist, wie kriegt man mit, dass man gewonnen hat? Und das ist recht einfach. Ich werde die Gewinner, sobald sie dann nach 10 Tagen feststehen oder am 10. Tag dann eben festgestellt werden, werde ich die Gewinner danach dann, sobald ich dazu komme, in einem Video nennen. Keine Sorge, es wird ein CSGO-Video sein. Es ist immer ein CSGO-Video, ich will jetzt hier nicht irgendwie gemein sein und dann plötzlich so eine 30-Stunden-Folge Schlag mich tot bringen und dann da die Gewinner ansagen. Es ist ein CSGO-Video und in dem werden die Gewinner genannt. Das Video wird aber nicht irgendwie die Gewinner heißen oder so. Es wird ein ganz normales CSGO-Video sein, das einen eigenen Titel hat. Und darin werden dann die Gewinner genannt. Unter diesem Video können sich die Gewinner dann melden. Nicht mit ihrem Trade-Link, sondern sie schreiben einfach, oh, ich habe gehört, dass ich gewonnen habe, cool, dankeschön. Und dann schreibe ich, ja, sehr schön, schreib mir jetzt bitte deinen Trade-Link. Und dann erwarte ich einen Trade-Link. Übrigens immer in einem neuen Kommentar. Nicht auf Antwort darauf, weil ich bekomme täglich manchmal mehrere hundert Kommentare. Und wenn dann jemand ganz, ganz weit unten auf eine Antwort von mir antwortet, dann kriege ich das nicht extra angezeigt. Aber einen neuen Kommentar bekomme ich immer angezeigt, also ganz oben in meiner Kommentarliste, so wie ich sie eben abarbeite. Ich schreibe es aber eh nochmal dazu, also immer wenn ich dann antworte auf die Gewinner, schreib mir bitte deinen Trade-Link, aber in einem neuen Kommentar. Soweit, so gut. Haut ordentlich rein. Ich freue mich, dass ihr hier zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen und hin und her ein Pipapo. Und wie gesagt, die Abonnements, macht es nur, wenn es euch wirklich gefällt. Es hat keinen Sinn für mich, wenn ich tote Abonnenten habe. Es hat keinen Sinn für euch, dass ihr mich abonniert und mich aber gar nicht schauen wollt. Dieser Abonnement-Knopf ist dafür gedacht, dass man jemanden unterstützen möchte und ihn auch schauen möchte in Zukunft. Und vielleicht wollt ihr mich unterstützen, weil ich ein Giveaway mache mit einem Abonnement, aber das bringt nicht viel. Also das bringt mir nichts. Tote Serbs. Ich habe lieber 5 Zuschauer und ein Abonnement wie 5 Abonnements und nur einen Zuschauer daraus. Es macht mir nichts, wenn Leute zugucken ohne Sub. Ja, also ich freue mich zwar schon so ein bisschen auf diese 10k, die vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahrzehnten anstehen. Im Moment ist gerade eine krasse Flaute, aber ich hassle da jetzt nicht irgendwie hin. Weil so wie alles läuft, ist es vollkommen in Ordnung. Also Videostreams und so weiter und so fort. Natürlich sei aber auch noch gesagt, dass Leute, die eben sehr aktiv sind, auch andere Chancen haben, eben dann Dinge zu gewinnen. Ne? Wenn man auf Twitch am Start ist, auf Twitch gibt es immer Giveaways. Es gibt in vielen meiner Videos kleine Giveaways, also die ich einfach im Video kurz sage, so von wegen, ach ja, und wer jetzt da ist, wer gerade aufpasst, schreibt jetzt einfach Kartoffelsalat in die Kommentare und schon kriegt man einen Skin oder so, den ich dann kurz zeige. Also ist, ja, ich denke, man kann hier schon, wenn man denn aktiv ist, ganz gut auch was abgreifen. Also jetzt tatsächlich an Geldwert oder an Skins eben. Aber eben auch einfach die Videos genießen, hoffe ich doch. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.